Defendant, you testified, did you not, that you first acquired knowledge of the case of the British flyers who escaped from Stalag Group 3 in March of 1944, some 6 weeks after the escape occurred. Is that not correct? Ja, jetzt, ich nehme an, es war 6 Wochen nachher. Jedenfalls in dem Augenblick, in dem zufolge der Unterhausregel das Auswärtige Amt Stellungnahme erforderte und die Amtschefs sich an mich gewandt haben, die ich dann an Himmler verwiesen habe. But when you were interrogated about this matter before the trial, you testified as follows, did you not? Question. You remember the case of the 80 British flyers who escaped from Stalag Luft 3 that took place in March 44? Answer. That case is unknown to me. Mes explications sont très brèves, Monsieur le Président. En principe, le ministère public charge son porte-parole de l'ensemble de l'interrogatoire. Mais il est impossible que tout l'interrogatoire soit fait. Haben Sie dritten Unbeteiligten gegenüber jemals die Ihnen auferlegte Verpflichtung verletzt? Nein, bis Ende 1942 nicht. Warum nennen Sie diesen Zeitpunkt? Haben Sie nach diesem Zeitpunkt dritten Personen Mitteilungen gemacht? Ende 1942 wurde meine Frau von dem damaligen Gauleiter Oberschlesien durch Bemerkungen auf die Vorgänge in meinem Lager aufmerksam gemacht. Meine Frau frug mich dann später, ob dies der Wahrheit entspräche, und ich gab dies meiner Frau zu. Das war mein einziger Bruch dieses dem Reichsführer gegebenen Versprechens. Ich habe sonst niemandem gegenüber darüber gesprochen. Und doch sonst sei nicht klar, wie groß nun die Reserven im Osten an Versorgungsmittel sein, und angesichts der gesamten Ernährungsgrundlage muss ich hier ja wohl auch im ersten Industriearbeiter vorgenommen werden müssen. Und ich möchte gleich in diesem Zusammenhang auf das Dokument 1056 verweisen, welches die erste Richtlinien des Ostministeriums gibt, wo besonders die Versorgung auch der Bevölkerung mit Lebensmitteln den Rest. Bin zu dieser Besprechung gesandt worden. Und Gegenstand dieser Besprechung waren Judenfragen. Ich darf vorausschicken, die Judenfragen im Generalgouvernement wurden von Anfang an als Bestandteil des Zuständigkeitsbereiches des höheren SS- und Polizeiführers betrachtet und gehandhabt. Soweit die staatliche Verwaltung Judenangelegenheiten bearbeitete, tat sie das
nur geduldet und beaufsichtigt von der Polizei. Um dem Tribunal die Entwicklung verständlich zu machen, so bitte ich Sie, sich freimütig zu äußern. Ich bitte das Hohe Gericht, auch meine Schwierigkeit in Rücksicht stellen zu wollen. Auch ich spreche nicht gerne über diese Dinge. Ich muss hinzufügen, dass Göring der einzige Chef des Forschungsamtes war. Das ist jene Institution, die alle Telefonüberwachungen im Dritten Reich übernahm. Als Heldorf Göring die Akte übergeben hatte, sah Göring sich gezwungen, diese Akte Hitler zu geben. Hitler erlitt einen Nervenzusammenbruch und entschloss sich, den Marschall Blomberg sofort zu entlassen. Wie Hitler es später auch den Generälen in öffentlicher Sitzung genauen Namens konnte sich der Zuchthäusler nicht entsinnen. Die Gestapo übergab diese Akte im Jahre 1935 Hitler. Hitler war entrüstet über den Inhalt. Er sagte, wie er sich vor den Generälen ausgedrückt hat, er habe von einer solchen Schweinerei nichts wissen wollen. Die Angelegenheit auf sich beruhen lassen. Fritsch wandte sich an den Chef des Generalstabes Beck. Der Chef des Generalstabes Beck intervenierte bei Hitler. Es entstand ein großer Kampf darum, dass diese ungeheuerlichen Beschuldigungen gegen Fritsch gerichtlich untersucht werden möchten. Dieser Kampf zog sich ungefähr eine Woche hin. Es gab dramatische Auseinandersetzungen in der Reichskanzlei. Am Ende nahte der berühmte 4. Februar.